Lasset es Ressourcenpunkte regnen, das habe ich auch nicht vergessen. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Es lädt noch und bei F1 2016. Schön, alles grün? Yeah. Gut, 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 gut. Kann man sich mittlerweile eigentlich umsehen? Lenkrad bewegen? Ne. Schaltwippen? Ne. Die Knöpfe sind es auch nicht. Das sind die Knöpfe, mit denen ich sage, hier klappt das Ding auf. Beziehungsweise abbrechen. Das war Pausenmenü, genau, das kommt auch gleich. Ja. Jetzt habe ich alle durch. Nö, umsehen geht immer noch nicht. Dann soll es wohl so sein. Und es geht ins zweite, beziehungsweise dritte Freitraining, in die zweite Trainingsfolge. Wagen verbessern. Wir stehen aktuell auf dem fünftletzten Platz, gar nicht mal so verkehrt. McLaren Honda ist aber weit vor uns und Force India ist knapp hinter uns. Ich könnte Punkte in die Treibstoffeffizienz investieren, aber auch in den verringerten Luftwiderstand. Oder ich spare. Ich werde erstmal sparen. Und wir gehen damit weiter. Wir gehen zu Training 2. Was? Nee. Ah, das war die Bestätigen-Taste. Hupsi. Stimmt, das war hier unten die Taste. Genau. Und schon sind wir drin. Wir werden in dieser Trainingseinheit auf jeden Fall das Qualifying-Tempo fahren. Und an sich könnten wir auch nochmal das Reifenmanagement fahren. 7 Runden. Ich belasse es einfach mal bei den Punkten. Ich werde das Reifenmanagement nicht fahren. Ich werde einfach für mich mal fahren. Für mich mit den gelb markierten Reifen. Den gelb markierten? Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Nein, ich möchte mit den weiß markierten fahren. Komm nochmal zurück. Mir fällt gerade was ein aus Training 1. Da. 24 Kilogramm, meinetwegen. Einer fährt schon raus, dann raus. Deutlich schneller als in der letzten Folge auf die Strecke gegangen. Aber ich habe jetzt auch weniger im Vorlauf zu erzählen. Okay, ein neues Setup für dich. Ich möchte ja einfach nur fahren. Und da möchte irgendjemand abspacken. Ich möchte einfach nur fahren, einfach spielen. Und einfach meinen Senf dazu geben. Einfach ein Let's Play erleben. Wobei, erleben tut ihr es eher, ich nehme es auf. Aber für mich ist es ja auch jetzt schon ein Erlebnis. Dann schaue ich mal, wie ich ohne irgendwelche Vorgaben von Toren oder Bremszonen, Reifenmanagement, bliblablub, meine Runden mit den härtesten Reifen an diesem Rennwochenende absolvieren werde. Wetterbericht. Na, dann lass mich mal in Ruhe. Alles klar. Da bin ich schon mal ein klein wenig für mich. Also eine 1:22.9 am Ende des ersten freien Trainings mit den weicheren Reifen. Mal schauen, was ich jetzt so leisten imstande bin. Das Tag kam auf dem Abweiser rum. So, hier wollte ich jetzt endlich mal im dritten durchfahren. Ja, das Untersteuern kann man da vernachlässigen. Der kam jetzt komischerweise rum. Wahrscheinlich war ich nicht ganz auf der Höhe und habe zu viel auf dem Gaspedal gestanden. Oder bin zu ruckartig, besser gesagt, darauf. Ja, es war abkürzen. Den Wagen verhaut es aber auch wieder, so muss es ja auch. Eine kleine Konsequenz daraus. Na, ja, jetzt hat er wieder bei einmal runterschalten zwei Gänge genommen. Ich habe gemerkt, dritter Gang willst du ja da auch nehmen, kommst aber nicht mit rum, dann schaltest du den zweiten. Aber nee, es ging direkt in den ersten. Da kam uns Blätter entgegen, hier auch wieder.
So, hier der dritte Gang, ja. Aber hier auf jeden Fall nicht zu weit nach außen tragen lassen. Hallo, Heck. Ich hab dich nicht vergessen. Rot markierter Reifen da vorne, okay. Hoppa. Ich hatte was Kies mitgenommen. Ich brauche noch was für meinen Garten. Ja, im zweiten bin ich hier vorsichtiger, wenn ich auf das Gas wieder steige. Und dann kommt das wieder das Heck rum. Schön, dass es hier noch Kies gibt, aber nicht schön, dass hier Kies schon aufhört. Nächste Runde. Die Reifen sind noch dreckig. Und das Schild ist da. Er kommt wieder rum. Die Zeitdifferenz, die ist sich nicht so ganz einig. Jetzt möchte sie aber grün sein. Und das auch bleiben. Finde ich gut. Ja, nicht so gut angebremst wie in der letzten Runde. Im Ausgang gewinnen wir jetzt minimal Zeit. Reifen leicht stehen lassen ist aber nicht so schlimm. Kostet nicht viel Reifen, dafür war es halbwegs schnell. Ich erinnere da nochmal an die eine Qualifying-Runde bei F1 2015 im Force India in Brasilien. Erste Kurve. So, hier beim Wagen umschmeißen. Da schmeiße ich den Wagen gerne mal weg. Da heißt es auf jeden Fall Achtung. 1.22.9 wird's nicht. Aber ich bin mit den Gelben einfach nicht mein Potenzial ausgefahren. Zweiter Gang muss her. Ja, es sollte jetzt grün werden, genau. Vom Gefühl her hat's gesagt, hoppala, reinsteuern. Wird grün. Und es wird noch weiter grün. Der Schwung hat noch gereicht. So viel Strecke über gehabt. Jetzt wird es gleich rot. Ja. Mit dem Ausgang auf jeden Fall. Ausnahmsweise mal der zweite. Bin mal gespannt, wie ich mich dann im Rennen in den Zweikämpfen schlagen werde, wenn es dann wieder heißt, Achtung, Simulationsschaden. Es kann sehr schnell vorbei sein mit einem guten Rennen. Ich hoffe, ich bin davon auf der Höhe. Auch wenn ich zuletzt mehr F1 2015 gespielt habe. Ja, bevor ich hier die letzte Folge aufgenommen habe, habe ich vielleicht 10 Runden gedreht. 10 Runden, bevor ich letztendlich endlich wieder die Aufnahmetaste für eine Let's Play-Folge gedrückt habe. Also nicht viel Erfahrung gesammelt, sondern einfach gleich losgelegt, weil ich einfach endlich mal wieder loslegen will. Zu weit links gewesen beim Anbremsen. Sollte noch grün werden, oder? Na? So nicht. Kein gutes Bremsverhalten. Wir nähern uns dem roten Bereich. Wir nerven da von hinten. Hoppala. Ein Mercedes. Ey, der Dreck geschmissen. Seht ihr das da auf der Linse? Mal gucken, wie die KI hinten so fährt. Ich dagegen den Mercedes bestehe. In den letzten zwei Kurven werden sie Zeit rausholen. Na gut, ist ja auch ein völlig falscher Wagen, den ich da als Referenz nehme. Aber ich habe auch noch Optimierungsbedarf. Oh.
kommt wieder rum. Na, und wieder. Tschüss, Hamilton. Grüß uns die Mercedes-Tribüne. Reifen nicht stehen gelassen. Es wird noch weiter Zeit verloren, okay. Muss man da kurz der zweite herhalten. Zeit gewonnen. Gute 2 Zehntel. Kommt zu weit nach außen. Da ist noch eine Spur von mir. Also das Motodrom ist einfach geil zu fahren. Ja, es ist anspruchsvoll, aber es macht am meisten Spaß bei der Strecke. Und jetzt mit Abstand. Den Rest finde ich so, ja, eigentlich eher Fahrt, einfach nichts Besonderes. Gut, nur geradeaus fahren, dann eine Schikane, geradeaus fahren, Schikane. Klingt nicht toll, aber ich fand es einfach toll. Ich mag einfach Schikanen. Deswegen mag ich wohl auch Monster so sehr. Oh, der hat Platz gemacht. Cool. Anfangs ganz verhalten hier rausgefahren und deutlich Zeit gewonnen. Dann mal mehr auf die Tube gedrückt, Heck verloren. Und immer noch Zeit gewonnen. Aber nicht so viel, wie ich hätte gewinnen können. Halbe Sekunde Vorlauf. Na, sagen wir mal 4 Zehntel. Es geht nämlich gerade eher zu 2 Zehnteln runter. Bleib ich immer am dritten. Etwas. Ah, einen Wagen rutschen lassen. Oh, das ist zu viel. Gut, dann komme ich jetzt mal rein. Dann fahren wir das Qualifying-Tempo. Und mal gucken, wie es auf den rot markierten Reifen wird. Also 1,23,4. Ihr habt ja gerade eben schon gesehen. Ich habe hier noch gut eine halbe Sekunde Luft drin. Dann bin ich wieder bei in etwa der 1,22,9 aus dem ersten freien Training. Mal gucken. Die Konstanz finden ist das Schwierigste. Aber erstmal muss das Gefühl so richtig wieder her. Das Vertrauen in den Wagen. Wie steht denn der jedes Mal da? Komischer Heinz. Im Weg stehe, Mann. Als ich angefangen habe, die erste Folge aufzunehmen, aus dem Wissen, die wird beim Fahren immer sehr warm, habe ich mich wieder besonders leicht bekleidet hingesetzt. War anfangs doch schon etwas sehr frisch und mittlerweile ist mir wieder ganz schön warm. Ach, ich habe es eben alles vermisst, das Drumherum, aber es ist wieder da. Ich hoffe, es bleibt auch. Jetzt nicht hier wieder irgendein Fehlersuchenspiel und 2 Monate lang Dateien rumschubsen lassen. Nee, danke. Die rot markierten Reifen kann ich ja schon mal auswählen, auch wenn es vielleicht nicht die sind, die er dann nimmt, aber wer weiß das schon? Nein. Qualifying Tempo. 3 Runden waren es, 50 Ressourcenpunkte. Rausfahren. Ja. Und ich trinke noch was und Jeff ist immer noch ruhig. Stimmt ja, da habe ich ja was gesagt. Yeah, wilde Reifenspielerei, immer noch und wird auch weiterhin so bleiben. Ich nehme mal nicht an, dass es ein Deutschland-spezifisches Problem ist mit dem Rein- und Rausfahren. Ist auch toll, direkt nach der Box gleich mal DRS aktivieren. Was für ein Sprung von den weißen Reifen zu den roten. Sollte ich doch in einigen brenzligen Kurven merken. Vor allen Dingen eben im Motodrom hinten. Aber natürlich auch schon beim Anbremsen und Rausbeschleunigen. Solange die Reifen eben frisch sind. Angepeilte Rundenzeit ist für Platz 15 vorgesehen. Boah, Wolken, freier Himmel.
Coole Sache. Na dann, Vorbereitung auf die schnelle Runde. Schon im Motordrom. Oh ja, deutlich mehr Grip. Komme ich auch gut in den siebten Gang. Heck kommt rum. Auch hier mit den Reifen habe ich im vierten Gang untersteuern. War doch gar nicht mal so verkehrt. Die erste Kurve. Heck jetzt nicht rumkommen lassen. Es kommt sowieso immer etwas herum, aber auf dem Randstein ging es soweit gut. Schön. Ich muss weiter innen fahren. Kürzester Weg für mich. Die Runde könnte die beste an diesem Rennwochenende bisher werden. Ah, ich komme zu weit nach außen. Ich komme aber auch dem Renault näher. Schön. Komme zu weit nach außen. Habt ihr es gehört? Ganz leicht den Randstein mitgenommen. Ganz leicht. Oh, es war innen zu viel. Renault, ich jage dich. Magnussen, komm her. Habt ihr gemerkt, der Wagen wollte wieder ausbrechen? Oh, jetzt stehen wir nicht im Weg rum. Langsamster Wagen im Feld, das weiß ich noch, der Renault. Ah, die gelb markierten Reifen auch noch. Toll, erste Kurve und Behinderung. Aber ich überhole. Ich sehe nichts, sehe ich gerade. Mann. Blöde Anzeige. Mal gucken, wann ich dazu komme, dann noch etwas herumzuspielen. Ach, die eine Runde war schon wieder zu gut genug, deswegen stimmt ja, nicht weiterfahren. Okay. Hab mich gerade gefragt, ja, wie stehe ich denn gerade zur schnellen Runde? Ist ja gar nichts mehr eingeblendet, da war ja was. Schon lila. Was war's denn? Eine 1,23,4. Halbe Sekunde schneller als mit den gelb markierten Reifen. Und die Reifen jetzt was runter? Ja, also das haben sie soweit übernommen. Das war ja bei F1 2014 immer so lustig. Du bist mit irgendwelchen Reifen irgendwelche Trainingsziele gefahren und dann war das Trainingsprogramm zu Ende. Hast dann gegebenenfalls die Reifen gewechselt bekommen auf der Strecke. Also hat man sogar optisch wahrgenommen. Hat sie die weiß markierten drauf, schwupps waren es die gelben. Aber hier bleibt das alles so. Und du bekommst sogar Reifenabnutzung mit. Wenn das Programm beendet ist, und ich sehe gerade nicht für dich die Anzeige. Geh weg, MFA. Gucken, ob ich mit den Roten noch was ausbauen kann. Hm, etwas stehen gelassen, nicht so schön. Kommt zu weit nach außen. Mal gucken, was die Zeit jetzt noch macht auf der Geraden. Geht sie eher in den grünen Bereich? Ne, in den roten weiter. Ne. Den Wagen möchte ich nicht weghauen. Aktuell sind wir sogar auf der 1 vor Köln. Hamilton dritter auf den gelb markierten. Das ist schön, den Namen Schumacher auf der 1 zu lesen. Na, mal gucken, was das hier noch wird in diesem Rennwochenende. Das Qualifying könnte wieder das beste Ergebnis sein. Aber mal abwarten. Ich würde mich ja freuen, wenn das Rennen besser wird. Als das Qualifying. Aber nicht, dass das Qualifying hier Platz 22 bedeutet und dann im Rennen Platz 20. Nö. So nicht. Kann ich mal mehr vom Randstein mitnehmen. Um die Kurve da besser zu bekommen. Nicht gut.
Gut, die Reifenabnutzung wird jetzt schon enorm sein im Vergleich zur ersten Runde. Ende der 20er% an Abnutzung. Ah, vorne links sogar schon 34. Ansonsten so mittlere, untere 20er. Wir fahren ja wieder im Uhrzeigersinn, also wird der vordere linke Reifen mehr belastet. Und wieder der vordere linke, obwohl der hier der, klar, der entlastet ist. Deswegen ist er stehen geblieben. Ähnlich wie zur hängenden Linkskurve in Bahrain vor der zweiten DS-Zone. So, jetzt wieder im schönen Motodrom. Die Sachskurve. Hier nicht den Wagen verlieren, vor allem im Rennen, ey. Aufgepasst. Aber ja, ich merke schon, ich komme besser rein. Das sind natürlich auch die besten Reifen, die wir hier haben. Upsa. Was? Eine 1,20. Wann bin ich die denn gefahren? Hallo? Ja, deswegen stehe ich auch vor Reckhöhen. Aber ich habe vorhin, als ich gesehen habe, wo wir stehen, gar nicht geschaut, wie meine Zeit ist. Hallo, wo kommt die denn her? Status, Teamkollege. Tut uns leid, aber diese Informationen können wir dir gerade nicht geben. Der Kollege hat noch keine Zeit hingelegt. Fahrer hinter mir. Raycon liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 21,0. Ups. Eine Sekunde. Und Fahrer vor mir? Du führst das Feld an. P1. Holla. Na, mal gucken, was ich im weiteren Verlauf davon halten soll. Im weiteren Verlauf dieses Rennwochenendes. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich eine 1,20er gefahren bin. Ja gut, ich habe mehr auf mich und die Strecke zu achten. Naja, lasse ich es einfach mal so stehen. Den grünen Teppich mitgenommen. Ach stimmt ja. Naja, das Benzin hatte die ganze Zeit geleuchtet. Ich habe irgendwas Rotes wahrgenommen. Ich habe keine Power mehr. Stimmt ja, wir sind ja Qualifying Tempo gefahren. Da passte ja die Tankfüllung an. Ich war jetzt noch auf 24 Kilogramm aus. Oh Mann. Hauptsache, mir passiert sowas im Rennen nicht. Was sagt denn der Tank? Arme vorne links. Oh. Der sagt mir was Geringes. Verbleibendes Benzin. Geringer Treibstoff. Modus. Ich schau mal eben mit auf die Streckenkarte. Ich gucke ja gerade auf der Geraden entlang. Wir fahren automatisch auf Fett. Okay. Aber eigentlich müsste uns doch hier anzeigen. Tankfüllung. Jetzt kommt wieder was an. Ich höre doch was. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Ich wollte eigentlich bloß mal lesen, aber ich habe was von mir gegeben. Treibstoffinfo. Ganz unten. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Gut zu wissen. Da fährt der zweite vorbei. Wir sind nur noch Dritter. Das ist ja kein Rennen. Der nächste kommt, dann fahre ich nach links. Was machen die denn da hinten? Warum fahren die gerade so langsam? Warum ist der gelb? Hallo? Fahren die wegen uns wieder so langsam? Ich glaube, ja. Schaut mal, die ballen sich da, als will ich mir ansehen. Wer hat denn da das Tempo vorgegeben? Der da. Ein McLaren. Ein Alonso. Ja, wegen uns. Und hat er auch kein Benzin mehr? Schwierig zu deuten. Ich glaube, es ist wegen uns. Da ist ein Toro Rosso. Und mehr auch nicht. Naja, wenn sie meinen, dass sie auch langsam fahren müssen, aus Solidarität, dann soll es wohl so sein. Dann will ich das den einfach lassen, den Spaß, den die da haben.
Fahrer hinter mir. Ricardo liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,20,4. Also die roten Reifen sind kaum ein Thema. Was ist der nächste? Ne, der fährt nicht vorbei. Der fügt sich den da an. Drei jetzt hinter uns laut Rückspiegel. Da kommt schon der nächste. Ich bleib mal außen. Ach, da ist jetzt Alonso. Ist sogar auf dem letzten Platz. Ja, wundert mich nicht. Wenn er so fährt. Eigentlich müsste ich ja letzter sein. Ich gebe Vollgas. Ihr seht's ja. Ich wollte gerade sagen, nur damit ihr wisst, ich gebe gerade Vollgas. Es geht nicht schneller, aber ihr seht es ja. Sofern die Anzeige auch stimmt, ne? Mit Vollgas hier die Boxengasse. Oh, kann den Wagen kaum in der Kurve halten. Und bremsen. Endlich dran. Nun gut. Aber wann bin ich denn mit dir die Zeit gefahren? Also klar, ich habe mich deutlich wohler gefühlt auf den Reifen, aber so schnell? Hoi. Ich habe natürlich auch keine Ahnung, wie sich das Spiel verhält. Man konnte ja sagen, bei F1 2015 ab einschließlich Spanien macht die KI einen Satz nach unten und dann ab einschließlich Belgien. Jetzt ist nicht mehr nach Ungarn die Sommerpause, sondern eben nach Deutschland. Ist jetzt schon ein Rückschritt der KI zu vermerken? Fragezeichen? Müssen wir mal sehen. Wie das dann im Vergleich zu weiteren Saisons der Fall sein wird. Perfekt, eine Runde fertig. 1:20:0. Puh. Starkes Stück. In allen drei Sektoren Bestzeit. Danny Ricciardo bloß eine Runde und Räikkönen auch gleich 10 wie wir. Da gibt es sogar Vettel, der war fleißiger als wir. Also Ferrari sehr fleißig. Mit zusammen schon 21 Runden. Und was hat Sauber so hingelegt? 13. Da geht aber mehr. Hier zum Beispiel Toro Rosso, die haben 18. Gut, dann würde ich aber sagen, war es das hier mit dem freien Training. Wir haben jetzt zwar noch 20 Minuten. Ich könnte vielleicht noch einen Reifensatz verbraten. Stimmt, wir sind Training 2. Wir können ja noch Reifensätze verbraten. Dann springen wir in T3. Und dort fahre ich nochmal kurz mit den roten Reifen raus. Wirklich finale Einstimmung aufs Qualifying. Jupp. Da werde ich mal mehr auf die Zeit achten, was ich da jetzt wirklich fahre. Das war jetzt Training. Session beenden war hier hinten. Session beenden. Weiter zum Qualifying. Nein. Auf zu T3. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Ein Sauber, Ricardo und Lewis Hamilton. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Wir wurden mal unter den Top 3 genannt. Je langsamer die Reifen werden, desto langsamer werde ich ja auch nochmal. Quertkollision mit Alonso. Runde 7. Vor der Mercedes-Tribüne, da waren McLaren, Alonso und ein Toro Rosso. Wer war das wohl? Git. Weiter. Jetzt kommen ja auch wieder Ressourcenpunkte, ne? Ja, ich höre schon wieder die Musik aus dem... aus dem Fahrerlager. Alles wieder grün. Soweit, so schön. Dann geht's direkt weiter. Und schon im Wagen. Dann zeig mal meine. Wir nehmen die Änderungen vor, die du angefordert hast. Ich will noch weniger Benzin mitnehmen. Also die roten Reifen sind auf jeden Fall für das Qualifying wieder geeignet. So kurz wie die halten. Es sind halt die roten, die weichesten Reifen. Wir sind auch auf Fett gefahren. Na gut. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Ja, aber gerne doch, Jeff. Dann geht's jetzt wohl Tendenz auf dem einstelligen Startplatz und dann im Rennen das Ganze wieder versauen und nach hinten schieben. Na, mal sehen. Im Qualifying habe ich ja bisher immer die meisten Pluspunkte für meinen Teamstatus gesammelt. Wäre schön, das mal im Rennen zu machen. Boah, die roten Reifen sind hier herrlich in der Ecke.
Wenn sie bloß eben mal länger halten würden. Dann muss man aber wohl noch auf 2017 warten. Rum, diddle, dumm um die Kurve. Das Wetter sieht wieder herrlich aus. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Fein. Ich hoffe, die Fans jubeln auch uns zu, auch wenn wir keinen Mercedes-Motor haben vor der Mercedes-Tribüne. Aber Mercedes ist sowieso nicht in Deutschland so extrem hoch angesehen. Also an Ferrari kommt sowieso keine Marke in ihrem jeweiligen Land an. Also in Frankreich Renault ist auf jeden Fall auch nicht so hoch einzuschätzen wie Ferrari in Italien. Aber Heimspiel als Deutscher hier auf dem Hockenheimring, das zählt bei den Zuschauern am meisten. Das Team ist da eher weniger wichtig. Oh, abgekatzt. Fahre ich eigentlich noch? Ja, auf Standard. Ach, das geht immer noch nicht so schnell zu. Wenn ich entsprechend oft drücke, ist es einfach noch zu schnell, dass es da wirklich ankommt. Wenn ich einmal öffne, 1, 2, 3, 4, dann ist es weg. Wenn ich das schnell mache, 1, 2, 3, 4, komme ich nur beim dritten an. Blöd. Ja, Qualifying hätte ich jetzt schon verhauen, weil die erste Runde, wo die Reifen noch am besten sind, schon mal beileibe nicht die schnellste ist. Zweite Außen. Vierter Gang mit den Roten. Es geht noch. Hoppala. Nächste Runde schon mal beeinträchtigt, weil hier nicht genug Schwung mitgenommen wurde. Super. Das war die schnellste Runde. Ist ja noch keiner gefahren. Doch, Palmer. Zweiter Gang muss her, untersteuern. Frühes Hochschalten und in den lila Bereich, super. Hab ja hier vorhin noch mit dem Sprit rumgeguckt. Ich glaube nicht, dass es jetzt bald noch regnen wird. Aber dennoch, danke, Jeff. Der 1.23.1 mit dieser verkucksten Runde vorhin. Jetzt schon wieder 2 Sekunden schneller. Jetzt schon auf Pole Position Course. Wieder 2000. Also im fünften Gang kann ich hier dann mit den roten Reifen problemlos Vollgas geben. Im Motodrom. Also meine 1.20er komme ich nicht ran. Aber es reicht für Platz 1. Bottas hinter uns. Es sollte schnellere geben. Als Bottas. Und wieder lila, also wieder im Endeffekt besser rausgekommen. Und wir fahren im Vergleich zum letzten Mal nur auf Standard. Das war alles andere als Reifenschonend. Kurve, komm rum. Aktuell auf Verbesserungskurs. Das war doch mal schön angefahren. Untersteuern, dafür nicht so schlüpfrige Hinterräder. Oh, das war eng. Das war zu spät. Aber ich will ja nicht wieder so weit rauskommen. Ich verliere
den Wagen, weil untersteuern. Das hat immens Zeit gekostet, gute 3/10. Na gut, dann fahre ich jetzt rein. Dann war's das. Eine halbe Sekunde mit fettem Benzingemisch. Vielleicht. Ich fand meine Runde aber auch gerade nicht so gut, weil ja, die letzten zwei Kurven wieder, da habe ich ja eben gute 3/10 verloren. Dann könnte ich ja sogar eine 1,19er fahren. Vettel vor uns. Na gut, ich bin ja noch nicht meine 20-0 gefahren. Vorne ist Ericsson. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich es einschätzen soll. Ist das jetzt bloß der Strecke geschuldet, dass die KI hier nicht so auf der Höhe ist, weil ich fahre auf schwer. Das, was ich auch zum Beispiel in Spanien gefahren bin. Und Spanien hat bei mir keinen besonders anspruchsvollen Eindruck hinterlassen, was die KI angeht. Klar, ich mag die Strecke, aber die KI scheint mir da auch weiterhin nicht so gut zu sein. Österreich war sie meines Erachtens auch nicht so gut, da hatten wir schon die Bremsprobleme. Ich gedenke nur an das Duell mit dem Force India Perez müsste gewesen sein, wo ich immer auf der Bremse verloren habe, aber beim Herausbeschleunigen, da konnte ich gewinnen. Mal sehen, mal sehen. Hab mir gedacht, ja, 2 Monate lang weg gewesen, nicht im Spiel gewesen. Du fährst wieder auf schwer, damit solltest du vollkommen richtig liegen. Mal gucken, wie das noch so wird. Jetzt geht's erstmal gleich ins Qualifying. Man könnte es ja als kleines Weihnachtsgeschenk ansehen, oder? Ein kleines Weihnachtsgeschenk, was mir, euch gegeben wurde. Wie der F1 2016. Können wir da auf seinem Funkgerät herumtippen, was ihm gerade an der Hosentasche hing? Irgendeine Einstellung tätigen? Auf Anschalten, wenn er gerade pupsen muss, dann wird's übertragen. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 20,5. Jeff wollte mit dieser Rundenzeitansage vom eher prekären Thema ablenken. 33% runter, ja, ein großartiger Rennreifen ist der rote nicht. Mal gucken, der gelbe wird wieder der überwiegende Rennreifen sein. Auf dem weißen habe ich mich dann auch gar nicht so schlecht gefühlt. Naja. Ich bin fertig mit dem Training. Wir können dann gleich ernst machen. Nicht mehr in dieser Folge. Falsch. Hier oben muss ich hin. Aber dann in der nächsten. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Drei Deutsche vorne. Vettel und ein Sauber. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Der große Preis von Deutschland auf der 1, ein Deutscher auf der 2, ein Deutscher und auf der 3, ein Deutscher. Das wär's, ja. Alonso auf der 4, ja, der ist ja auch nicht normal gefahren, oder? Also wenn ich jetzt Alonso mit der Zeit sehe, der von der Wagenleistung her minimal vor uns sein soll, dann glaube ich, hat die Führungsriege ordentlich den Wagen geschont. Wenn der eine 1,20,5 fahren konnte. Gut, ich habe noch 3/10 liegen lassen in meiner schnellen Runde und ich bin nur auf Standard unterwegs gewesen, aber so groß, so 2 Sekunden ist der Unterschied dann doch nicht. Aber Harry Hunter auf der 6. Wir werden es mal sehen. Es war ja eben bloß ein freies Training und das freie Training kennen wir ja, sagt ja auch nicht allzu viel aus. Es ist schwierig, die Zeit einzuordnen, die ich gefahren habe. Wenn ich Alonso sehe, sagt er mir, dass ich keinen allzu großen Vorsprung habe. Und wenn sich diese Position aber weiter behauptet, heißt es aber wieder etwas anderes. Das müssen wir einfach mal im Auge behalten. Eigentlich wollte ich mir nur Gedanken um mein Gefühl, das ich zurückbekommen möchte, machen. Und jetzt geht's wieder um den Schwierigkeitsgrad. Geben wir dem aber noch etwas Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.